Ja, herzlich willkommen zu einem Bonusvideo, sag ich mal. Eigentlich wollte ich ja meine Serie über Ein- und Ausgabenmöglichkeiten mit dem Arduino mit dem letzten Video abgeschlossen haben. Da hatten wir unseren Reaktionstester dann auch aufgebaut. Wir haben uns mit LEDs beschäftigt, wir haben uns mit LCD, also mit Liquid Crystal Displays beschäftigt, wir haben uns mit Tastern beschäftigt und haben gesehen, dass es da doch viele gute Möglichkeiten gibt, wie man auch mit dem Arduino interagieren kann und auch komplexere Anwendungen erstellen kann. In dem Zusammenhang habe ich aber dann auch noch überlegt, naja, es geht auch noch einen Ticken mehr. Also ich bin eigentlich nicht nur auf alphanumerische Displays beschränkt beim Arduino. Es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, grafikfähige Displays anzuschließen. Also hier haben wir so eine Möglichkeit, das ist der sogenannte Gameduino. Sie sehen hier hinten steckt der Arduino drauf und das Ganze heißt halt Gameduino 1, 2, 3, das ist die Version 3, hat den Hintergrund, dass sich jemand überlegt hat, kann man den Arduino nicht auch benutzen, um entsprechend Spiele zu programmieren, also kleinere Spiele, wie man sie vielleicht früher von so Handheld-Computern kannte. Hier drin ist auch ein kleiner Beschleunigungssensor, dass ich also auch Bewegungen entsprechend bemerken kann. Und dann sollten so Spiele wie, ich weiß nicht, Pac-Man oder ähnliches auch mit dem Arduino realisiert werden. Diese Displays sind allerdings recht leistungsfähig. Also das hat jetzt hier zum Beispiel eine Auflösung von 480x272 Bildpunkten und es ist vollständig halt auch grafisch programmierbar. Und dann habe ich mir halt überlegt, naja, das kann man natürlich auch für Messzwecke einbauen und deshalb soll heute jetzt das Bonusvideo sein, dass wir wirklich unser EKG-System, das wir in der Funktionsdiagnostik ja auch aufgebaut haben und damit schon gearbeitet haben, dass die Ausgabe jetzt nicht über Octave am PC erfolgt, sondern dass der Arduino direkt den EKG-Graphen hier auf einem solchen Display darstellt. Und das möchte ich Ihnen eigentlich auch nur kurz anreißen. Ich möchte da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wenn Sie das doch noch mehr interessiert und das vielleicht jetzt hier zu oberflächlich ist, dann schreiben Sie mir das ruhig mal in die Kommentare rein und würde ich vielleicht auch noch mal ein gesondertes Video dazu machen. Aber vielleicht gucken wir da einmal ganz kurz weiter. Da kann ich auch vielleicht mal rausspringen. Dann gehe ich da, wenn ich, kann ich es auch besser zeigen. Wir kommen nicht drum herum, immer wieder unsere übliche Folie zu zeigen. Das will ich zumindest kurz erläutern. Bei einem solchen grafischen Display werden natürlich deutlich mehr Daten transportiert zwischen dem Arduino und dem Display. Und dazu geht es dann nicht mehr halt über die serielle Schnittstelle und auch nicht über den I²C-Bus. Aber wir hatten ja ganz am Anfang auch besprochen, es gibt noch eine dritte Schnittstelle, die der Arduino hat, und das ist dieser SPI-Bus, den wir hier unten sehen. Und der ist ein serieller Bus, aber er benötigt letztendlich vier Signalleitungen und ist relativ leistungsfähig. Also bei denen können halt viele Megabit pro Sekunde geschickt werden. Und das brauche ich halt auch, um halt hier einige, ja, was haben wir, 480 mal 272, also einige 100.000 Bildpunkte dann auch ansteuern zu können. Das nur vielleicht als Info. Dieses Display wird halt über deinen entsprechenden SPI-Bus angeschlossen. Auf die Details will ich aber auch nicht zu arg eingehen. Ich will aber ganz kurz zeigen im Internet, was steckt dahinter. Also dieser Gameduino, der ist über die, wenn man hier die Webseite aufruft, das heißt jetzt Xcamera, aber Sie können auch, das kann man sich besser merken, gameduino.com. Dann kommt man wiederum auf diese Seite. Hinter dem Gameduino steckt James Bauman. Das ist ein Amerikaner, der sich halt mit dem Thema Arduino und Grafikausgabe halt beschäftigt hat, hat auch einige Kickstarter-Projekte gemacht, die dann auch erfolgreich waren. Der erste Gameduino war ein Shield, also eine Platine für den Arduino, mit der sie dann einen VGA-Monitor an den Arduino anschließen konnten. Und da war dann halt die Ausgabe auf einem VGA-Monitor. Gameduino 2 hatte dann schon ein solches 4,3 Zoll Display. Und aktuell ist jetzt Gameduino 3 bzw. Gameduino 3X. Das ist das, was jetzt im Moment halt zu kaufen gibt. Und wenn man hier mal so runter scrollen, dann sieht man auch, ist es hier,
Nee. Genau, dann kann man hier auch mal reinschauen. Also so ein Gameduino 3X, der kostet halt 39 Dollar. Also das ist jetzt auch sicherlich noch etwas, was preislich jetzt nicht komplett utopisch ist. Aber es ist schon deutlich teurer als so ein normales alphanumerisches Display, das hier irgendwie für 3, 4 € mit I²C-Adapter halt für 7 € oder sowas bekommen können. Ja, also wer sich dafür interessiert, kann halt auf gameduino.com oder auf Xcamera dann, ach hier steht es auch nochmal, die 38 Dollar. Es gibt auch ein neues Shield, das ist wieder irgendein Crowdfunding-Projekt, das er gestartet hat. Da kann man jetzt auch HDMI-Monitore direkt anschließen. Es gibt auch jetzt eine Version, die dann ein 7-Zoll-Display entsprechend hat. Und wenn man mal jetzt hier, na, unten mal weiterschaut. Irgendwie bin ich gerade etwas gefangen in der Webseite, die ehrlicherweise etwas unübersichtlich ist, finde ich. Hier sehen Sie auch, das ist James Baumann. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, gehen wir mal genau auf den Gameduino, da wollte ich eigentlich hin. Hier sieht man das Ganze auch nochmal, dann kann man sich auch nochmal so ein bisschen die Details angucken. Wie schafft das der Gameduino überhaupt, so hochauflösende Grafiken darzustellen? Und dazu muss man wissen, dahinter verbirgt sich ein IC, ein spezieller Baustein, der also Grafiken an Mikrokontroller, also der Grafiken aufbereiten kann, Grafikdisplays ansteuern kann, auch eigenständig Grafiken erzeugen kann. Das heißt, der Arduino muss jetzt nicht Punkt für Punkt malen, sondern er kann auch dem Baustein sagen, hier ist eine Bilddatei, zeig die an oder mal da mal 100 Kreise, dass die eigentlichen Zeichenfunktionen übernimmt dieser Baustein, der FT810 bzw. FT815 heißt beim Gameduino 3. Und hier sieht man dann so ein paar Spezifikationen. Er wird dann halt programmiert über eine sogenannte OpenGL-ähnliche Syntax. Das zeige ich Ihnen gleich ganz rudimentär. Aber auch wenn Sie das noch mehr interessiert, wie gesagt, schreiben Sie mir einfach mal einen Kommentar, dann würde ich da auch noch mal das etwas vertiefen. Der Gameduino hat hier einen Speicher von 1 MB RAM. Das muss man sich auch noch mal vor Augen halten. Ich brauche natürlich einen gewissen Speicher, um diese Information vom Display auch entsprechend abzulegen. Aber der Arduino, der hat 2 KB RAM, hat 32 KB Flash-Speicher und im Verhältnis dazu hat jetzt das Display 1 MB. Das ist schon irgendwie eine witzige Konstellation und Sie sehen halt hier, da können jetzt die unterschiedlichsten Sachen gemacht werden. Ja, dahinter steckt, wie gesagt, ein Baustein, der da FT810 oder 815 heißt. Der ist von der Firma FTDI. Der Name FTDI ist Ihnen vielleicht schon mal untergekommen. Die machen auch USB-Seriell-Konverter, die auch beim Arduino eingesetzt werden, aber in Ihrem Produktportfolio haben Sie auch noch entsprechende Grafik-Embedded-Grafikprozessoren, die dann hier von dem James Baumann entsprechend genutzt werden. Und wenn ich also auf der X-Camera-Seite bin, dann kann ich auch die entsprechenden Ressourcen, Libraries, ich brauche natürlich Bibliotheken, um das Ganze noch anzusprechen, kann ich mir hier von der Seite dann entsprechend herunterladen. Aber der James Baumann hat auch noch ein eigenes GitHub-Repository, da kann man vielleicht auch nochmal reinschauen, wenn es interessiert. Und man sieht auch, er ist da wirklich sehr aktiv, also teilweise sind die letzten Änderungen nur wenige Tage alt. Also da wird wirklich hart an dieser Gameduino-Bibliothek gearbeitet, dass sie wirklich auf dem aktuellen Stand ist und die braucht man dann halt auch, um den Arduino entsprechend zu programmieren und das Display dann anzusteuern. Ich zeige Ihnen das vielleicht mal ganz kurz, wie das jetzt aussieht. Das war also so ein bisschen auch die Überlegung, die ich dann hatte. Ja, als kleines Bonus, als kleines Gimmick, dann versuche ich doch unser EKG-System einfach mal direkt hier auf dem Display auszugeben. Und das habe ich dann halt mal heute ganz kurz, relativ rudimentär dann auch entsprechend implementiert. Das Erste, was ich gemacht habe, ich kann natürlich jetzt nicht den Arduino einfach auf das Display stecken, denn ich brauche hier noch meine Anschlüsse für die EKG-Verstärkerplatine. Deshalb bin ich erstmal hingegangen und habe jetzt nur die Anschlüsse per Jumperkabel mit dem Arduino verbunden, die das Display hier entsprechend braucht, sodass ich dann halt auch
meine Verstärkerplatine hier dann an 3 Volt Ground und einen analogen Eingang an 0 entsprechend anschließen kann. Das Ganze betreibe ich auch gleich dann mit einem Akku, damit auch hier die entsprechende galvanische Trennung hergestellt ist und das Ganze dann halt sicher funktioniert. So sieht also dann der Hardwareaufbau aus und dann können wir halt auch nochmal einen ganz kurzen Blick auf das Programm werfen. Ich habe im Endeffekt unser Signalmonitor, unseren Signalmonitor genommen und habe den jetzt erweitert um die Grafikausgabe. Sie kennen das Programm ja vielleicht, wenn Sie das Funktionsdiagnostikmodul auch bisher verfolgt haben. Ich taste halt hier den ADC-Channel mit 200 Hertz ab. Ich mache das Ganze halt über einen Interrupt, den ich hier mit Timer 1 entsprechend programmiere. Also alle 5 Millisekunden, also mit 200 Hertz, wird der Analogeingang, so rum, der A0, dann entsprechend abgetastet. Ich habe hier meine Interrupt-Routine Read ADC. In unserem normalen Programm ist es halt so, dass die ausgelesen wird und dann über die serielle Schnittstelle wird der Abtastwert dann zu Octave an den PC geschickt. Hier ist es jetzt so, der Wert wird jetzt nicht über die serielle Schnittstelle geschickt, denn ich habe ja gar keine Verbindung mit dem PC, sondern ich schreibe diese Werte jetzt in einen Buffer. Das ist halt ein Buffer von einem Array mit 480 Einträgen. Ja, mein Display ist ja 480 Bildpunkte breit, sodass ich dann halt jedes Mal, wenn ein neuer Wert gekommen ist, die entsprechende Grafik dann auch auf das Display schreiben kann. Also das ist im Endeffekt das Gleiche. Die Interrupt-Routine macht das Ganze. Ich habe halt immer einen Buffer, wo meine Abtastwerte stehen und dann in der Loop, in der Hauptloop des Programms, wird dann entsprechend dieser Buffer immer auf dem Bildschirm zeitaktuell dargestellt. Und Sie sehen hier, das ist diese OpenGL-ähnliche Programmiersprache. Ich weiß nicht, ob der Name Ihnen was sagt, aber dann kann ich halt hier sagen, GD steht für Gameduino, Clear Color. Ich gebe also jetzt mal die Hintergrundfarbe fest. Ich lösche das Display, ich lege dann die Zeichenfarbe fest und ich sage jetzt, okay, jetzt mal mir einen Line Strip, also einen Linienzug. Und dieser Linienzug besteht dann aus entsprechenden Vertizes, den ich dann halt dem Arduino bzw. dem Gameduino übertrage. Das sind also jetzt immer hier eine Liste mit 480 Zahlenwerten oder Zahlenpaaren, wo jetzt die Eckpunkte der Linie sind und der Gameduino kümmert sich dann da zeitgerecht, das Ganze zu zeichnen. Also, wie gesagt, im Endeffekt nichts anderes als die 200 Hertz ADC-Sample von meinem entsprechenden abgetasteten EKG-Signal und das stelle ich dann auf dem Display dar. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch gerne einmal demonstrieren. Also hier haben wir das Ganze jetzt. Ich habe auch hier schon mehr Elektroden auf meine Handgelenke gemacht. Ich mache mal die rote Elektrode an meinem rechten Arm, die gelbe am linken Arm. Das hatten wir so gemessen, dass das bei unserem Messverstärker so der Fall ist. Die dritte Elektrode ist schon an meinem Bein befestigt. Das habe ich vorher schon gemacht, damit ich jetzt hier nicht aus dem Bild verschwinden muss. Und jetzt kann ich das Ganze mal hier in meinen Messverstärker entsprechend einstecken. Und wenn ich jetzt dem Arduino hier Strom gebe, dann sehen wir, läuft unser EKG-Signal hier entsprechend los. Wir sehen sehr gut die R-Zacken, wir sehen schon, und das sind natürlich jetzt auch meine Bewegungsartefakte, die wir hier sehen, wenn ich den Finger bewege, dann sehen wir, dass wir noch ein deutlich sichtbares 50-Hertz-Brummen hier drauf haben. Das müsste ich noch entsprechend mit einem digitalen Filter zum Beispiel eliminieren. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das sind ja eigentlich auch nur 5 Multiplikationen und Additionen. Auch das sollte der Arduino noch hinbekommen. Mal sehen, wenn ich da irgendwie Zeit habe, würde ich das nochmal entsprechend implementieren. Oder halt auch, dass ich natürlich meine Signalwege hier etwas verbessere. Der Akkubetrieb ist schon mal hilfreich, dass das Brummen deutlich besser ist. Wenn das Ganze jetzt über halt noch ein Netzteil versorgt würde, dann wäre das Brummen noch eigentlich viel schlimmer. Was ich Ihnen aber zeigen will, ist einfach, was hier wirklich möglich ist. Also, dass ich eine solche grafische Darstellung meines direkten EKG-Signals auch mit dem Arduino hier jetzt hinbekommen kann. Und ich denke, das ist schon
relativ beeindruckend, was doch dieser kleine Mikrocontroller wirklich dann zu leisten imstande ist. Und wir müssen jetzt auch bedenken, das Ganze ist jetzt halt eigenständig. Ja, das Ganze könnte ich jetzt auch in unsere Kiste hier packen und dann auch hätte ich schon ein kleines tragbares EKG-System realisiert. Ich könnte es auch noch bedienen. Das Display ist sogar berührungsempfindlich. Das heißt, ich könnte auch noch hier entsprechende Interaktionsmöglichkeiten schaffen. Also hier gibt es eine ganze Menge. Und ich denke, das ist schon beeindruckend, was doch alles mit so einem kleinen Mikrocontroller möglich ist. Es gibt natürlich auch leistungsfähige Mikrocontroller noch, aber man muss immer bedenken, der Arduino, der hat 16 MHz, 2 Kilobyte RAM, und das finde ich ist schon bemerkenswert. Ja, das ist so das, was ich Ihnen noch zeigen wollte. Ich dachte mir einfach, das ist nochmal ein schöner Abschluss zu der Darstellung halt Ein- und Ausgabe mit dem Arduino, dass es auch nochmal meines Erachtens einen Ticken besser geht, nochmal eine Möglichkeit mehr ist, das wirklich jetzt auch grafisch darzustellen. Das war's, was ich noch zeigen wollte. Ich würde dann jetzt auch wieder nach der Pause zwischen Weihnachten und Neujahr wieder auch zur Funktionsdiagnostik, zum regulären Modul zurückkehren. Ich möchte Ihnen aber auch weiterhin auch mal spannende Projekte außer der Reihe vorstellen und zeigen. Es gibt auch, wie gesagt, leistungsfähigere Mikrocontroller mittlerweile, die nicht 16 Megabyte haben, sondern die mit mehreren 100 Megahertz getaktet sind, die auch Megabyte großen Speicher haben. Da kann man natürlich auch deutlich spannendere Sachen machen. Da ist auch zurzeit ein Student dran, mit einem solchen Mikrocontroller auch zu arbeiten und da einen kleinen Computer aufzusetzen. Auch das möchte ich Ihnen gerne hier auf meinem Kanal dann präsentieren. Und ja, hoffe einfach, Sie bald auch wiederzusehen, wie gesagt, in den regulären Lehrmodulen der Hochschule oder aber auch in den hoffentlich jetzt noch von kommenden Projekten. Ich habe da relativ viel im Kopf und hoffe auch die Zeit zu finden, das Ihnen dann so nach und nach auch hier als Videos zu präsentieren. Also in diesem Sinne sage ich einfach mal bis hoffentlich bald und ja, alles Gute und bleiben Sie gesund.